Ey Leute, kann ich mehr? Was ist denn das hier? Hier ist mir. Oh nee. So Leute, mit diesem wunderschönen Blick hier über die Weinberge, Leute. Ich hab's wieder getan. Lebensmüde des Todes, Leute. Den zweiten Weg hier rausgesucht in der rheinhessischen Schweiz, ey. Ey, so blöd kann man bloß ich sein. Aber naja, Leute, wir haben heute früh was schön angenehm. Jetzt mal so um die 20 Grad, ich glaube 26 Grad sollen werden. Geht noch, die nächsten Tage wird es noch heißer. Deswegen dachte ich mir, wenn hier noch was schön ist, ist es wahrscheinlich noch hier und noch hält man es auch aus, bevor dann die Gluthitze zuschlägt. Leute, dann würde ich sagen, viel Spaß hier bei einem schönen 10 Kilometer Weg. Oh, geht ja jetzt schon gut los hier in der rheinhessischen Schweiz. Oh. Also es fühlt sich ja irgendwie an wie August hier, muss ich sagen. Was hat denn das mit Juni noch zu tun, Leute? Wir haben heute den, was haben wir denn heute, 17.? Nee, 16. für euch, keine Ahnung. Was haben wir Mitte Juni, Leute? Immer noch offiziell, noch nicht mal Sommer. Ja, was soll ich sagen, Leute? Die Felder, alles ist hier braun, ey. Ach, ist auch nicht windig, so wie beim letzten Mal. Ey, ich hoffe, ich werde hier nicht verrecken auf der Tour. Ach du heiliger Bimbam, aber ich bin gut gerüstet. Drei verschiedene Schichten angezogen. Also mit zunehmender Tour. Wenn ich jeden Teil nach dem anderen vom Leibe reißen. Ach du, hier im Schatten geht's, muss ich sagen. Hier ist ganz angenehm. Aber ihr seid echt, wir sind vorhin hier irgendwie durch diese Dörfer gefahren. Ein riesen Bus ist da gefahren. Der hat sich da durch die Fachwerkhäuser durchgezwängt. Das ist ja uninormal, ey. Alter Verwalter, ey. Aber immerhin fahren hier Busse, vorne eine schöne Bank. Ich glaube, erstmal frühstücken hier im Schatten. Ach Leute, hier ist Dorfleben angesagt. Krasser Aufstieg hier gemeistert. Jetzt sind wir hier oben. Was hier eine Rabenkanzel sein soll, weiß ich jetzt nicht. Also ich sehe jetzt hier auch keinen Aussichtspunkt oder so. Das Ding hier wird es ja wohl nicht sein. Oh, Leute. Also wer auf Wald steht, sollte jetzt hier noch genießen. Ich glaube, das ist das einzige Stück Wald hier auf der kompletten Tour. Also diesen topografischen Karten sieht man ja mal ungefähr, wie das Gelände aussieht. Ob das so eine gute Idee war, den Wald am Anfang zu machen? Ich glaube fast nicht, ey. Oh Gott, der Rest geht dann nur noch durch die sonnigen Weinberge, ey. Aber ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, letztes Jahr um die Zeit oder bei den Temperaturen war ich ja nicht mehr wandern. Ja, mein Gott, dann schwitzt man halt, dann ist es halt eklig. Man kann nachts noch einigermaßen gut schlafen, muss ich sagen. Ja, mein Gott, der Sommer geht auch vorbei. Irgendwann mal. Oh. Irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen, ey.
freue mich gerade hier so richtig über den Wald, ey. Hier sind halt überall Kiefern. Hier steht halt noch so eine schöne Bank. Mitten in den Kiefern, Leute, da werde ich mich doch direkt mal hinhocken hier. Schön. Nochmal frühstücken. Man kann hier auf den noch frühstücken, Leute. Und hier würde es theoretisch wahrscheinlich so geil Pilze geben. Aber Leute, hier bei der Trockenheit. Oh, ich sehe das immer bei Facebook hier so Sachsen und da, wo es geregnet hat. Was die für Pilze da finden teilweise. Ja, kannst du natürlich hier bei uns komplett vergessen hier die nächsten Wochen und Monate, ey. Aber hier haben wir einen schönen Ausblick. Bisschen aufpassen hier. Ja, hier ein kleines Fenster geht hier. Ein Fenster nach Rheinhessen. Also das ist ein wunderschönes Stückchen Wald. Hier stehen noch die Maiglöckchen hier unten. Aber ihr habt es gesehen durch meine Gangart, es geht hier echt steil runter und ich habe natürlich heute, weil ich dachte, das geht eh nur durch freies Feld, auch keine Wanderschuhe angezogen, weil ich keine Lust hatte auf diese Botten, deswegen habe ich hier nur Turnschuhe angezogen. War jetzt nicht so die allercleverste Idee, aber naja, wir werden uns hier Mühe geben und außerdem, wenn wir das Stückchen hier geschafft haben, dann ist ja diese Wald- und Kletterpassage hier eigentlich auch vorbei, hoffe ich mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ich sehe mich schon hier lang legen, ey. Bitte nicht, ey. Da rechnet man jetzt gar nicht mit. Dann haben wir auch das Highlight hier, beziehungsweise den namensgebenden Eichelberg. Schon passiert, Leute. Da können wir auch schon wieder nach Hause fahren. Nee, das schöne Stück kommt ja jetzt noch, Leute. Schön durch die... Ich habe ein bisschen Respekt, muss ich sagen, vor den Weinbergen. Ich habe mich am letzten Mal so dermaßen verbrannt, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. War jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also ich habe einmal eine Stirn gefasst und hatte Schmerzen. Nur so viel dazu. Alter Schwede. Aber nicht, ich habe mich nicht mal geschält oder so. Das wird bei mir immer relativ schnell braun. Aber Leute, nicht zur Nachahmung empfohlen, sage ich hier explizit. Ich habe als Kind schon so oft Sonnenbrand gehabt. Ich möchte nicht wissen, ob da nicht vielleicht doch mal irgendwann der Hautkrebs um die Ecke guckt. Um die Ecke guckt. Ich stelle mir gerade so einen Krebs. Nee. Nee, sagst du jetzt nicht. Ist nicht zu spaßen mit, Leute. Aber hat man sich früher nie Gedanken gemacht, ne? Das Thema hatten wir letztens gerade als Kind im Ferienlager, das war Standard, dass du einfach verbrannt warst. Und dann bist du zum Ferienlagerarzt gegangen und der hat dir dann auf dem Rücken irgendwelche Panthenol drauf gesprüht und dann war's das. Also, ey, das ist ja nicht gut, im Westen mag es anders gewesen sein, aber. Im Osten gab es ja auch keine Sonnencreme, also kann ich mich nicht erinnern, dass es da Sonnencreme gegeben hat. Ja, weiß ich auch nicht. Naja, die Sonne ist natürlich auch wesentlich attraktiver, würde ich gerade sagen. Ja, attraktiv ist sie auch hier oben. Aggressiver, würde ich sagen. Es ist noch nicht mal warm, ey. Und ich setze jetzt schon hier aus. Ach du Kacke, ey. Natürlich ist immer falsch gelaufen, wir müssen natürlich in die andere Richtung. Leute, Wegebetreiber, das könnt ihr mal verbessern. Also hier diese eine Kreuzung, ich weiß nicht, ob man es erkennen konnte. Gibt es gar kein Schild oder ist nicht zu erkennen oder wie auch immer. Ist immer so ein bisschen nervig, also weil jetzt kein Handy dabei hat, ne? Keine App oder so. Da laufst du halt erstmal einen Kilometer in die falsche Richtung und merkst dann, ups, kam schon lange kein Schild mehr. Ist mir alles schon passiert, bevor ich diese Wander-Apps entdeckt habe. Also Leute, Karten waren gestern, steckt euch echt den Handy ein und ladet euch diese Apps runter und macht die am besten schon offline. Weil Netz hat man ja gut hier schon, aber auf vielen Wegen halt eben nicht. Und da kann diese App halt wirklich schon hilfreich sein. So, jetzt kommt hier gleich die gleißende Sonne hier schon wieder. Ey. Es ist leider auch, muss ich sagen, bisher, nein, nicht laut kann man nicht sagen, aber man hört halt von überall hier so Landwirtschaftsmaschinen und Bagger nicht, Traktoren und das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Wind hier heute liegt irgendwie. Ist halt zum Glück doch ein bisschen windig geworden. Ja, da war der andere Hiffeltour-Dingsbums, Heideblick, der war da echt ein bisschen leiser. Ich sehe da auch irgendeine Fabrik da im Hintergrund. Oh, ich hoffe, das wird noch ein bisschen leiser, ey. So Leute, mit einem Steinpilz, ich blende mal hier über, ich habe den hochkant gefilmt, fragt mich nicht warum, Leute. Verabschieden wir uns jetzt hier von der
Landstraße, hier fahren ein paar LKWs. Was ist denn hier los? Oh, nervig. Verabschieden wir uns jetzt hier in die Weinberge und verabschieden uns jetzt hier vom schönen Schatten. Mein Körper jubelt schon. Ja, ich sehe schon das Licht. Ich kann das Licht schon erkennen, Leute. So, jetzt eben kurz von oben gesehen, jetzt geht's hier so der Krach, der hier die ganze Zeit ist, an einem Steinbruch vorbei. Und oberhalb vom Steinbruch ist ein Naturschutzgebiet. Ich hoffe, der Steinbruch wird uns jetzt hier akustisch hier nicht zu sehr auf den Keks gehen. Aber es geht natürlich hier wieder hoch. Ne? Irgendwie ist es ein richtig hoher Berg. Da wird es brütend heiß sein. Aber ich hoffe ja so ein bisschen fest auf so ein einmalige Flora, Fauna, was ist ich? Was gibt's da? Springböcke? Vielleicht. Oder vielleicht auch ein paar schöne Blumen oder so. Na, wir gucken mal. Ich möchte nicht wissen, wie ich aussehe, ey. Was ist denn das hier? Jetzt latscht ihr halb durch einen Steinbruch, oder was? Hier steht der Bagger noch rum. Oh, was ist denn das hier? Hier ist alles eingestaubt. Man sieht es wahrscheinlich auf dem Video nicht, aber hier die ganze Gras und, ey, das ist ja, oh, Leute. Ich will nicht wissen, was da für Brocken aus meiner Nase nachher rauskommen, ey. Oh, nee, ey. Hier sieht es erbarmungslos. Quäle ich mich hier durch die Felder und Weinberge, Leute. Gibt halt auch eine Spannende zu sehen, ne? Also wenn es irgendwas kommt, Leute, ja, erfahrt dann, wenn es hier irgendwas Schönes gibt. Was es auf jeden Fall nicht gibt, sind Bänke. Leider. Also Leute, ihr seht unendliche Ödnis. Hier ist alles verbrannt und trocken und staubig, und wenn du hier eine Pollenallergie hast, Leute, eine Gräserallergie hast, Leute, macht das nicht, ey, ihr werdet sterben hier. Es wird doch nicht mehr viel passieren, ich glaube, 3-4 Kilometer sind es jetzt noch. Da wird jetzt hier nicht mehr viel passieren, außer Sonne, 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 Sonne und nochmal Sonne.
Oh, nee. Also das ist wirklich hier bei dem Wetter absolut die falsche Entscheidung eigentlich gewesen. Er war letztens so schön und der andere Wanderweg liegt ja hier nur um die Ecke. Ja, das macht das halt aus, ne? So 3-4 Grad mehr, kein Wind mehr. Ach, nee. Oh, es ist hier mal Schatten. Das ist gleich so angenehm im Schatten. Och, das gibt's nicht, Leute. Das gibt's nicht. Also der nächste Wanderweg wird tiefster, dunkler Wald sein, Leute. Am besten noch mit einem Bach oder so. Oh Gott, wäre das geil jetzt. Einen Kopf in so einen Bach stecken, ey. Da hinten, auch wenn das hier so eine Kacklandstraße ist und gleich wieder ein Auto hier vorbei brettert, da hört man tatsächlich Wasser, Leute. Aber da geht der Weg nicht lang. Was ist denn das? Oh, nee. Jetzt sind wir hier echt mal so ein Stückchen durch den Wald und hören rauschend das Wasser. Man kommt auch gar nicht darüber irgendwie. Ja gut, ich habe auf der Karte jetzt auch nichts gesehen von Wasser. Oh Mann, ey. Oh, wie das rauscht. Hier vor uns ist eigentlich eine total coole Blütenwiese. Aber der Weg geht jetzt hier lang. Ich habe keine Kraft mehr hier, mich um irgendwelche Blüten zu kümmern, Leute. Oh, das gibt's nicht, ey. Ich will ja nicht wissen, wie ich aussehe. Abdrücke von meinem Rucksack wahrscheinlich. Der Rest ist braun. Ach du Scheiße, Alter. Oh, nee. Also, Leute, absolut jetzt hier nicht mehr zu empfehlen. Also im saftig, oh, die Insekten hier. Oh, was ist denn hier jetzt los? Also im saftigen Mai kann man das machen. Oder dann schön im November, Anfang November, wenn die Weinreben bunt sind. Aber das hält ja keiner aus hier. Jetzt ist es zwar schön schattig, jetzt kommen die Insekten. Keine Bänke mehr hier. Also am Anfang ging das ja total cool los mit Bänken. Aber jetzt ist seit Ewigkeiten nichts mehr. Also verstehe ich auch nicht ganz. Also eigentlich auf den gesamten Weinbergsgebieten und so gibt es keine Bänke. Hä? Das habe ich auch schon mal anders erlebt hier. Ach, Leute. Wir haben es bald geschafft. Fazit kommt dann am Ende. Wenn ich es überlebe, heißt das. Ja, das kannst du geben. Ich wäre so froh über das Waldstück jetzt hier. Wenn hier eine Bank wäre, ich würde safe einschlafen. Also, boah, ich bin so K.O. Wie lange laufe ich jetzt? 3,5 Stunden oder so? Also das dauert doch gar nicht so lange, der Weg, muss ich sagen. Naja, gut. Bis auf die paar Naturschutzgebiete, wo dann doch ein bisschen krassere Wege sind. Sonst habt ihr gesehen, Leute, im Schnelldurchlauf. Feldwege, Wiesen. Am Anfang gibt man sich noch Mühe, die Gräser nicht zu berühren, damit man keine Zecken abkriegt. Naja, Leute, ihr habt es gesehen am Ende. Das Zeug steht Meter hoch, ragt in den Weg drin. Also da brauchst du ja nicht probieren, den Zecken auszuweichen. Hast du ja keine Chance hier. Ach, ey. Ich will bloß noch eine Bank, ey. So Gott, wieder mal die Kamera zu spät angemacht, Leute, ein riesen Rebhuhn oder Fasan hier gerade aufgescheucht. Also das muss ich sagen, der große positive Punkt hier, um mal schon mal so ein bisschen zum Feedback zu kommen, weil mehr wird hier nicht mehr passieren. Ich sag mal, die Flora und Fauna hier ist halt, wie auf der anderen Hiveltour, schon einzigartig. Also wie gesagt, durch diese massive Sonne, Trockenheit und diese, oh, eine Bank, Leute, ich krieg die Krise. Leute, eine Bank. Ich muss mein Feedback hier kurz unterbrechen, ey. So, Leute, Fazit geht weiter, Pause gemacht. Oh, ein bisschen akklimatisiert hier. Also wie gesagt, für die Flora und Fauna hier in diesen Naturschutzgebieten, 2-3 Stück gibt's davon, lohnt sich's wirklich. Hier fliegen die Schmetterlinge, hier fliegen die Insekten. Hier vor der man kriegt's halt nie auf die Kamera, ne? Die fliegen halt, wenn dann irgendwie mal durchs Bild so ein bisschen. Blumen, hier gibt's auch wohl laut Internet viele Orchideen, aber gut, die sind natürlich jetzt alle hier. Ja, vertrocknet vielleicht nicht, aber die sind schon hinüber, muss ich sagen. Ansonsten, eigentlich gut zu bewältigen, da die 10, 11 Kilometer. Aber ich finde, die Beschilderung an einigen Stellen,
teilweise überflüssig, da wo man genau weiß, dass man geradeaus muss, da stehen dann Schilder. Und da wo man es halt nicht weiß, da fehlen die. Also das ist ein bisschen nervig, wenn man Handy hat, geht's. Aber ohne Handy ist man halt echt aufgeschmissen. Und Rastmöglichkeiten, ja Leute, also wie gesagt, da gibt es mehrere Kilometer, gerade durch diese heißen Weinbergs- und Feldregionen und so, wo einfach nichts ist, keine kleine Schutzhütte oder irgendwas. Ist auch ein bisschen schade. Liegebänke gibt's auch gar keine. Gibt's Liegebänke? Nee. Nee, Liegebänke gibt's ja gar keine. Also wenn dann nur normale Bänke, heute schon mal schön ist, wenn sie da sind. Und dann auch von der Spektakularität. Heißt das so? Also ihr wisst, was ich meine. Ja, die Naturschutzgebiete sind sehr, sehr schön, muss ich sagen. Aber der Rest, ja, hat mir dann auf dieser Heidetour ein bisschen besser gefallen. Die ist ja nur echt gegenüber. Ich hab's euch ja eingeblendet, kurz in der Mitte irgendwie. Da sieht man die ja sogar. Hat die mir halt ein bisschen besser gefallen. Also im Internet ist ja so mit 3 irgendwas Sternen bewertet. Würde ich dem auch geben, tatsächlich 3 Sterne. Was ja nicht schlecht ist. Also kann man wandern auf jeden Fall. Aber Leute, nicht in den nächsten Monaten. Also die Hüffeltouren haben sich jetzt für mich auf jeden Fall bis mindestens Oktober erledigt. Ich glaube nicht, dass wir hier einen knackig feuchten Sommer kriegen, Leute. Wir könnten hier Pilze suchen des Todes, aber nichts ist. Man sieht ja, wie gesagt, in Deutschland, wo es regnet, was möglich wäre. Aber leider, man hört es hier schon am, es ist wie im Herbst hier, man hört es hier schon am Laub. Es ist einfach furztrocken. Seit einem Monat wiederholt sich das Schauspiel vom letzten Jahr. Kein einziger Tropfen Regen, Leute. Es ist auch nur noch so ein bisschen grün hier, weil es halt im März und so relativ viel geregnet hat. Das ist auch das Gute daran. Sonst würde das hier wahrscheinlich schon ganz, ganz anders aussehen. Also hier hat die Natur nächsten 14 Tage auch gar nichts in Sicht irgendwie, dass es sich abkühlt. Im Gegenteil, es wird noch heißer. Also heute, wie gesagt, sind nur 27 Grad jetzt laut App. Und am Wochenende jetzt werden irgendwie 32, 33 und keine Grenzen nach oben mal wieder. Also ist ja gar nicht mein Wetter. Also da findest du auch gar keinen Wanderweg mehr, den du gehen kannst. Ich werde tatsächlich jetzt irgendwie am Samstag in den Hunsrück fahren. Da ist der immer, ja, doch so 5, 6 Grad kälter auf jeden Fall. Und wenn du dann eine schöne Waldtour machst, Leute, episch. Einfach episch. Ich habe hier schon 1-2 rausgesucht, die ich machen könnte, wo nahezu 95% wirklich Wald ist, Leute. Ich will Wald, ich will Schatten, ich will Pilze aber nicht finden, aber ihr wisst, was ich meine. So, mal gucken, was hier so den letzten Kilometer noch erwartet. Wahrscheinlich Wiesen, könnte ich mir vorstellen. Wiesen oder Wald. Es ist halt hier auch alles. Sieht man das hier überhaupt? Hier sind diese Brombeeren, die zerkratzen mir die ganze Zeit hier die Arme. Dreckigen Scheißdinger hier. Dann, wie gesagt, die Füße, die Beine, alles ist hier zerkratzt hier von irgendwelchen hier Strüpp und, oh. Ja, so schön, wie gesagt, ist halt eben die Kehrseite. Ah, das soll es dann von hier gewesen sein. Ein bisschen arg langer Monolog jetzt am Ende. Oh nein, jetzt ist es mir auch egal. Dann würde ich sagen, wenn noch was kommt, seht ihr das natürlich. Ansonsten sehen wir uns dann im Wald, Leute, im Hunsrück. Bis dahin, macht's gut, Leute, und ciao.